Willkommen zur Philosophie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, mit unseren Sternstunden steigen wir heute in unser drittes Jahr. Zuerst ein Programmüberblick. Jeder ein Mörder? Holocaust. Welche Rolle spielten die ganz gewöhnlichen Deutschen? Oder vielmehr der ganz gewöhnliche Mensch? Die Thesen des amerikanischen Historikers Daniel Goldhagen treffen den wunden Punkt. Nun ist es auch auf Deutsch erschienen, das Buch von Daniel Goldhagen, dem in Amerika lebenden jüdischen Soziologen. Schon in den Vereinigten Staaten hat es eine heftige Kontroverse ausgelöst und weltweit vor allem unter den Historikern. Nun können auch wir teilhaben an der Diskussion um den Holocaust und um die Rolle, die ganz gewöhnliche Deutsche dabei gespielt haben. Und nicht nur Deutsche. Mit Spannung ist es erwartet worden, das Buch Hitlers willige Vollstrecker, ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Die darin aufgestellte Hauptthese lautet etwas überspitzt formuliert: Die Deutschen töteten Millionen von Juden, nicht weil sie dazu gezwungen wurden, sondern weil sie glaubten, es sei notwendig und richtig, dies zu tun. Fragen nach den Tätern selbst und ihren Gründen, wie sie Daniel Goldhagen formuliert, sind unbequem. Entsprechend heftig die Reaktionen. Der Historiker Eberhard Jeckel meint: Daniel Goldhagens Buch ist nicht auf der Höhe der Forschung. Es ist einfach schlecht. Professor Julius Schöps sagt: Seine Thesen sind darauf angelegt, öffentlich Widerspruch zu erregen. Und Geisteswissenschaftler Moshe Zimmermann urteilt: Hier wird erneut eine falsche Kollektivschuld konstruiert. Was also ist Sache, was Interpretation und was ist schlicht falsch an den Thesen von Daniel Goldhagen? Nach Goldhagen also ist der Antisemitismus tief verwurzelt in der deutschen Kultur. Und das haben sich die Nazis zunutze gemacht bei der Vernichtung der Juden. So erkläre sich die Mittäterschaft vieler sogenannter braver und unbescholtener Bürger. Die Kontroverse ist lanciert und viele sagen heute schon, sie sei interessanter als das Buch selbst. Was macht sie denn, weit über Deutschland hinaus, so bedeutsam? Darüber diskutieren Clara Obermüller und ihre Gäste. Zunächst Edna Brocke, sie ist Leiterin der Alten Synagoge Essen. Und unser zweiter Gast, Wolfgang Sowski, ist Dozent für Soziologie an der Universität Göttingen und beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Terror und Gewalt auf das Verhalten der Menschen. Frau Brocke, Sie sind in Israel geboren und aufgewachsen. Sie leben heute als Jüdin in Deutschland. Ist es nicht manchmal schwierig, in diesem Land zu leben und zu wissen, von hier ist das alles ausgegangen, was in diesem Jahrhundert den Juden angetan wurde? Also es ist nicht nur manchmal, sondern meistens schwierig, nur in unterschiedlichen Formen von schwierig.
Für mich persönlich ist es insofern ein Stück weit anders, weil ich eben aus Israel komme und mich eigentlich als Israeli in der Bundesrepublik verstehe und weniger als Jüdin in der Bundesrepublik. Das heißt, ich weiß, wo ich hingehöre und insofern habe ich ein Stück mehr Distanz zu vielen Spannungen, die sicher diese Existenz mitbedingen. Und nehmen die Menschen, mit denen Sie zu tun haben in Ihrer Arbeit, diesen Unterschied wahr oder als was nehmen Sie sie wahr? Kaum. Also das ist für mich selber und auf Ihre Frage hin. Aber die Umwelt, glaube ich, nimmt mich eher als Jüdin in der Bundesrepublik wahr. Und fühlen Sie sich da akzeptiert? Eigentlich würde ich sagen, auch in der Aufgabe, die ich habe, die Leitung dieser Gedenkstätte, Alte Synagoge, ein Stück weit entzweit. Ich bin auf der einen Seite eine Israeli oder eine Jüdin, die in der Bundesrepublik lebt und sich mit diesem Themenkomplex von Berufswegen sozusagen beschäftigt. Zugleich bin ich eine städtische Angestellte der Stadt Essen, also repräsentiere die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist ein Stück Spaltung, glaube ich, in der Person selber, nicht aus individuell psychologischen Gründen, sondern in der Funktion. Und der Name dieser Einrichtung, Alte Synagoge, zeigt ja auch die Hilflosigkeit. Das Gebäude ist 1913 eingeweiht worden. Es ist also somit nicht alt und es ist heute keine Synagoge. Aber es geht besser runter zu sagen, die Alte Synagoge, besser wäre ehemalige, einstige, aber das klingt nicht so gut. Und die Erfahrungen, die Sie da machen in Ihrer Arbeit, der Bildungsarbeit mit Deutschen, die an diesen Kursen, Veranstaltungen teilnehmen? Also das ist natürlich schwer, jetzt in einem Satz die Erfahrung zu berichten. Grosso modo würde ich sagen, ist eine große Bereitschaft und altersunspezifisch. Eine große Bereitschaft, Fragen zu stellen. Es ist eine weniger große Bereitschaft, sich den Kernfragen zu stellen. Und ich denke, dazu werden wir vielleicht heute kommen. Und es ist sicherlich eine große Scheu, zum Beispiel in so ein Haus zu kommen. Und ich bemühe mich, wenn möglich, mit dem Stab der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, den Besuchern diese Scheu ein Stück weit zu nehmen. Aber das ist nicht sehr leicht. Herr Sofsky, Sie sind ein nach dem Kriege geborener Deutscher. Sie haben sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit selbst intensivst mit Terror und Gewalt während der NS-Zeit auseinandergesetzt. Was bedeutet es Ihnen, in diesem Zusammenhang Deutscher zu sein? Eigentlich sehr wenig. Ich hatte wie viele meiner Generation auch heftige Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Und als ich mit meinen Forschungen, mit meinen Arbeiten angefangen habe, hat mich verärgert, dass viele sagten, der Terror, die Gewalt sei nicht zu erklären. Das gäbe es letztlich keine Erklärung dafür. Das war etwas, was mich verärgert hat. Und das war ein Impuls sozusagen, um da anzufangen und dann weiterzumachen. Dabei hat das Gefühl, Deutscher zu sein oder nicht Deutscher zu sein, eigentlich keine Rolle mehr gespielt. In Ihrem Buch Die Ordnung des Terrors, ein Buch über das Konzentrationslager, steht der Satz: Die Schuld an Auschwitz ist den Deutschen und ihren Hilfstruppen nicht zu nehmen. Wenn Sie da sagen, die Deutschen, meinen Sie die von damals oder schließen Sie in irgendeiner Form, ich will wirklich nicht hier von Kollektivschuld sprechen, aber in irgendeiner Form ein Schuldbewusstsein der heutigen Deutschen oder Ihre selbst auch mit ein? Ein Schuldbewusstsein kann man nur haben für Dinge, die man getan hat. Man kann als Angehöriger einer Generation, die oder als eine Folgegeneration, kann man ein Gefühl haben einer besonderen Verpflichtung gegenüber den Angehörigen der Opfergeneration oder des Opfervolkes und eine politische Verpflichtung sozusagen eine spezifische Wachsamkeit aufzubringen. Aber ein Schuldgefühl zu haben ist etwas anderes. Das ist eigentlich nur berechtigt, wenn man selber etwas getan hat. Jemand meiner Generation würde sich in dem Augenblick schuldig machen, wenn er in der aktuellen politischen Situation sozusagen die Mütze runterziehen würde und nicht darauf achten würde, was geschieht.
Also man könnte sagen, dass diese Verpflichtung, wie Sie es jetzt richtig genannt haben, auch ein Stück weit Motivation für Ihre wissenschaftliche Arbeit ist. Das sind noch zwei verschiedene Dinge. Also die unmittelbare Umsetzung eines politischen Bewusstseins in eine wissenschaftliche Arbeit, so direkt läuft das nicht. Die wissenschaftliche Arbeit selber war schon erstmal motiviert von etwas wissen wollen. Und ich habe mir nie große Illusionen gemacht, dass man das groß verbreiten könnte, dass viele das aufnehmen würden, dass es eine politische Wirkung hätte. Die Illusion hatte ich nie. Und von daher gibt es keine unmittelbare Verbindung zwischen politischem Bewusstsein und der wissenschaftlichen Arbeit. Und nun also dieses Buch von Daniel Goldhagen, über das wir heute reden wollen. Hat Sie diese Aufregung, diese Heftigkeit der Diskussion erstaunt? Oder anders gefragt, wie erklären Sie sich die heftige Reaktion, die Aufregung, die dieses Buch vor allen Dingen in Deutschland ausgelöst hat? Mich hat die Aufregung erstaunt. Zum Beispiel ein Muster, was immer wieder gekommen ist, das geht wie ein Schnappverschluss, dass offenbar Leser den Goldhagen gelesen haben, als hätte er sozusagen den Kollektivschuldvorwurf erneuert. Da ist etwas eingeschnappt, im doppelten Sinn des Wortes. Man war offenbar nicht in der Lage, den Text anders zu lesen. Das hat mich schon sehr erstaunt. Offenbar hat Goldhagen mit dem Buch, was man im Detail von ihm halten mag, mit irgendetwas ins Schwarze getroffen, in ein Gefühl von politisch-nationaler Unsicherheit. Wobei es sehr differenzierte Formen von Aufregung und auch Motive dieser Aufregung gibt. Ich denke, so auf der publizistischen Halbrechten ist die Aufregung was anderes als bei den Historikern, die sich seit Jahren, seit Jahrzehnten selber um die Aufklärung der Tatsachen und um deren Erklärung bemüht haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Fragen wir ein bisschen nach diesen Motiven. Mich interessiert es, was sind die Gründe dafür? Was für ein Nerv wurde da getroffen? In welche neuralgischen Punkte hat er gestochen mit seinem Buch? Vielleicht haben Sie eine Erklärung, Frau Bock. Vielleicht, aber zuvor, ich würde diesen Unterschied in der Aufgeregtheit, so wie ich ihn vermute, jetzt rausgehört zu haben, selber nicht teilen. Ich glaube, dass die Aufgeregtheit zwar unterschiedliche Ausdrucksformen hat, aber der getroffene Nerv oder das Schwarze, was getroffen wurde, ist einmal die Frage, worin bestand die Willigkeit, dem zu folgen? Die zweite Frage, die sich davon ableitet, diese Willigkeit gab es auch in anderen europäischen Ländern, die Ukrainer oder viele in Polen und so weiter folgten ja auch willig. Also was unterscheidet diese Willigkeit von der Willigkeit der Deutschen? Und das sind zwei Fragen, die, glaube ich, weit über die Frage hinausweisen, die Historiker stellen, indem sie versuchen, die Institutionen zu klären oder die politische, ökonomische, kulturelle, sonstige Beschaffenheit der Gesellschaft der damaligen Zeit. Das ist eine Frage, die entweder drunter liegt oder drüber liegt. Das ist mir jetzt egal, wie man das bezeichnet. Und da treffen sich beide Gruppen von Historikern, die Sie eben genannt haben, in ihrer Betroffenheit, sage ich jetzt mal dieses Wort. Und die Frage, die sich mir stellt, ist eine viel allgemeinere. Und das ist ein Versuch, jetzt auf Ihre Frage einzugehen. Ich denke, dass Europa ein durch und durch christianisiertes Europa ist. Und das ist vielleicht einem Ausländer, der in die Bundesrepublik gekommen ist, deutlicher als einem Inländer, wie weit auch dieses postaufgeklärte Europa und die postaufgeklärte Bundesrepublik durch und durch christianisiert ist und von christlichen Denkschemata geprägt ist. Und ich glaube, da ist der Punkt, den Goldhagen nennt, dieser eliminatorische Antisemitismus ist eine Fortsetzung, und darüber können wir sicher später nochmal eingehen, einer ganz tiefen Verunsicherung auf der christlichen Seite im Hinblick auf die eigene Identität. Und die säkularen Europäer, die nachchristlichen Europäer oder Postchristen, sind an dieser Stelle deshalb getroffen, weil sie ebenfalls eine Frage der Identitätsschwierigkeit haben. Und Sie haben es ja vorhin auch selber gesagt, also dass ich Deutscher bin, hat für mich keine wesentliche Rolle gespielt. Oder in etwa so haben Sie es gesagt. Dass man da eine Leerstelle lässt,
ist ja auch ein Indikator dafür, dass da irgendetwas nicht beantwortet wurde. Und in der Richtung unterstelle ich mal eine Suchbewegung für eine Antwort. Gut, wir werden sicher darüber noch ausführlich sprechen. Also ein bisschen Widerspruch, dass sozusagen es ein Problem ist, sich einer Nation zugehörig zu fühlen. Man kann sich allen möglichen Gemeinschaften zugehörig fühlen, man muss sich nicht einer Nation zugehörig fühlen. Und das muss nicht unbedingt eine Leerstelle sein. Wer sagt, dass jeder Mann sich irgendwie einer Nation zugehörig fühlen muss? Das ist mir überhaupt nicht einleuchtend. Ich weiß nicht, ob wir noch näher darüber sprechen sollten, doch ein bisschen bei der Differenzierung der Aufgeregtheiten. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob, ich sag's doch mal, in einer publizistischen Halbrechten eine Sorge um das nationale Image der Deutschen in den USA hervortritt. Eine Polemik, wer den Thesen des Goldhagen übernimmt, der macht selbst sozusagen Nestbeschmutzung wieder wie in den 50er Jahren. Das ist schon eine Position. Eine andere ist, wenn man, und da würde ich dann doch ein paar Fachkollegen eher in Schutz nehmen, aus Gründen, die teilweise auch an dem Buch selber liegen, einen gewissen Ärger hat und auch ein paar Argumente aufführt. Es gibt in der liberalen Historikerzunft, glaube ich, nicht so die große Sorge um die nationale Identität. Es gibt vielleicht ein Problem, ob man, wie man mit der nationalen Identität umgehen soll. Mhm. Und es gibt ja seit der Wiedervereinigung einen Diskurs unter den Intellektuellen. Okay. Aber es ist schon eine andere politische Stoßrichtung und darauf möchte ich schon bestehen. Das bestreite ich nicht, dass es eine unterschiedliche Stoßrichtung ist. Nur ich suche nach einer Erklärung, die Aufgeregtheit, nicht die berechtigte Kritik am Buch, da habe ich ganz viel Kritik an Einzelheiten und auch an der Anlage und so weiter, die teile ich. Lassen Sie mich mal fragen, kann es zu tun haben damit, dass das Buch die langsam sich etablierende Normalisierung Deutschlands nach der Wiedervereinigung, man möchte gern wieder ein normales Volk sein, dass es stört. Kann es sein, dass es etwas zu tun hat damit, dass Goldhagen so konsequent von den Deutschen spricht und nicht von den Nazis, als ob die Nazis so irgendwas wie ein eigener Volksstamm wäre, der unrechtmäßig sich über das deutsche Volk hergemacht hat? Könnte es mit solchen Dingen zu tun haben, dass es eine Störung einer sich allmählich anbahnenden Normalisierung ist? Zweifellos, wobei es die Frage ist, wie weit diese Normalisierung geht und wer sie betreibt. Ich denke, die schärfsten Kritiker von Goldhagen, die dann auch sachlich fundierte Argumente vorbringen, sind nicht auf dem Schiff der Normalisierung zu finden. Es gibt ja nicht nur eine Aufgeregtheit, sondern es gibt verschiedene Formen und verschiedene Gründe. Man kann es nicht alles sozusagen in einen Eintopf werfen. Eine große Aufregung ist es nicht. Es sind verschiedene Aufregungen. Es gibt auch sozusagen fachinterne, der Goldhagen verstößt gegen Normen der Gelehrtenzunft. Das sind sozusagen wissenschaftssoziologische Phänomene. Da ärgern sich welche aus ganz anderen Gründen als ein Kolumnist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nur über diese Methodenfragen oder rein fachwissenschaftlichen Kritikpunkten würde man sich, glaube ich, nicht in dem Maße emotional echauffieren, wie man es in diesem Fall tut, wenn nicht dazu noch inhaltlich auch die Historiker, die wirklich fleißig und redlich und methodisch sauber und alles korrekt in den letzten Jahrzehnten geforscht haben, die würden sich nicht im gleichen Maße aufgeregt haben, wenn es nur diese Fachkritik gegeben hätte. Ich meine nicht die Fachkritik, sondern den Stil. Das verstößt sozusagen gegen das Bild, das ein deutscher Gelehrter von sich hat. Da ist jemand, der macht mit ziemlich viel Geschick PR, verkauft seine Bücher in Auflagen, die viel höher sind als diejenigen, die sich seit Jahrzehnten drum bemüht haben, es je geschafft haben. Das ist auch ein bisschen Kollegenneid. Ich benutze den Begriff nicht. Und er macht PR und das macht ein deutscher Gelehrter nicht. Ein deutscher Gelehrter engagiert sich auch politisch, aber er macht nicht PR für sich und nicht für seine Bücher. Das meine ich sozusagen mit dem Stil, jetzt noch gar nicht sozusagen die fachinterne Kritik. Würden Sie beistimmen der Behauptung, dass die Kritik auf das Buch, die Reaktion auf das Buch
eigentlich deswegen so interessant sind, weil sie so viel aussagen über die politische Bewusstseinslage der Nation. Das ist eigentlich noch schwer. Ich meine, Sie haben ein paar Andeutungen gemacht. Wahrscheinlich geht es in die Richtung, aber es ist schwer wirklich zu sagen. Wer hat wirklich ein nationales Identitätsproblem? Wer reitet auf dem Gaul der Normalisierung? Wer nicht? Ich glaube nicht, dass es eine einheitliche Bewusstseinslage gibt. Also ich denke schon, dass die Frage der Normalisierung wiederum, da würde ich diese Differenzierung vordergründig nicht akzeptieren. Das ist jedenfalls nicht meine Erfahrung. Also ich bin seit Dezember 68 lebe ich in der Bundesrepublik und habe also vielfach mit Historikern zu tun. Und sagen wir jetzt, wenn man es sehr einfach sagt, über die Rechten brauchen wir uns gar nicht zu streiten. Aber der andere Flügel, ich glaube, der hat nur mit anderen Methoden genauso auf Normalisierung gemacht, indem akribisch gewisse Dinge erforscht wurden und andere ganz bewusst nicht. Und diese anderen, die bewusst nicht erforscht wurden, sind zum Beispiel die Zusammenhänge, wo ist dieses christianisierte Europa mit seinem, und vom Christentum her muss man es verstehen, eliminatorischen Wunsch, das Judentum zu eliminieren, das ist grundgelegt in christlicher Theologie. Und man kann als Historiker... In der grundlegenden Christenheit. Lassen Sie uns auf diesen Punkt später noch mal kommen, aber ich will Sie nicht unterbrechen, aber vielleicht auf Ihre Gegenfrage noch ein bisschen verschieben. Also die Notwendigkeit für das Christentum zu beweisen, warum es entstanden ist aus dem Judentum, ist eine Notwendigkeit, die bis heute unverändert gegenüber der Zeit von Paulus vorhanden ist. Und die Herausforderung für das Christentum ist, dass eben nicht in Erfüllung gegangen ist, was das Christentum behauptet hat, nämlich, dass es eine Kirche aus Juden und Heiden entstehen wird, sondern es ist eine rein heidenchristliche Kirche entstanden. Und das Fortleben des Judentums in seiner Vielfalt und Eigenständigkeit ist eine permanente Herausforderung. Und das Christentum hat geantwortet mit Hostienschändungslegenden, mit Brunnenvergiftungslegenden, mit Blutlibel, Bloodlibel, ich komme jetzt nicht auf den deutschen Begriff. Sie haben die Inquisition versucht. Und Auschwitz ist in der Folge dieser Tradition. Dieses nicht in die historische Forschung mit einbeziehen zu wollen und sich dagegen permanent zu stemmen, ist, und da liegt mein Vorwurf an die Gruppe, die Sie jetzt differenziert haben, an die Gruppe von Historikern oder Forschern, die sich dieser Frage nicht gestellt haben mit der Argumentation, wir leben in einem postchristlichen Zeitalter, das spielt keine Rolle mehr, Religion ist überwunden. Das würde heißen, dass die, ich sage jetzt mal nicht Aufregung, weil das so ein bisschen was Abwertendes hat, aber die Erregung über das Buch, die Debatte über das Buch, soweit sie auch ernsthaft geführt wird, sehr direkt etwas mit dem zentralen Thema des Buches, nämlich der These des spezifisch deutschen Antisemitismus etwas zu tun hat und auch damit, dass Goldhagen aufzeigt, es waren eben nicht nur die engagierten Nazis, sondern es waren gewissermaßen ein ganz breiter Querschnitt der Bevölkerung, der da bereitwillig mitgemacht hat. Es waren die Deutschen, nicht alle, aber viele, die sich an dem Töten, Quälen und so weiter beteiligt haben, dass doch das eigentlich direkt die Betroffenheit ausgelöst hat. Also Ihr zweiter Punkt leuchtet mir sehr viel mehr ein. Also nicht, weil sozusagen den Deutschen ihre christliche Verfolgungsgeschichte vorgehalten wurde, ist die Aufregung, sondern weil, wenn es sich herausstellt, wie viele Täter, direkte Täter es wirklich waren, wobei Goldhagen ja noch die Wehrmacht vergessen hat, da kommt ja auch noch so eine gewisse Zahl zusammen, dass sich viele Familienangehörige fragen müssen, mein Großvater, mein Vater, auch Frauen waren dabei, auch vielleicht meine Großmutter, wie war das eigentlich so genau? Also das könnte sozusagen viel irritierender sein. Dabei ist die bloße Zahl ist nicht ganz unwichtig. Also wenn die Schätzungen sind ein Problem, aber sagen wir mal an der Verfolgung und an der Ermordung der Juden waren mindestens 100.000 beteiligt. Das ist eine beträchtliche Zahl, das ist die Größe einer Großstadt. Das, glaube ich, hat einen sehr viel irritierenderen Effekt als
sozusagen die Erinnerung daran, ihr als Christen, wobei man da wirklich erstmal noch genauer sagen muss, wer glaubt christlich, wer ist wie säkularisiert. Ich finde, das kann man, so eine lange historische Linie kann man nicht ziehen. Da gibt es so ein paar kleine Zäsuren, die ganz beträchtlich sind. Und sie können noch nicht mal den biologischen Rassismus der Nazis bruchlos sozusagen aus der christlichen Theologie herausentwickeln, falls das überhaupt sozusagen die zentrale Erklärungsmuster gewesen ist. Wir wollen jetzt eben dann nochmal zum Antisemitismus und auch zu Ihrer These der christlichen Tradition, des christlichen Antijudaismus kommen und gemeinsam ein kurzes Stück aus einem Interview ansehen, das Michel Friedmann, Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit Daniel Goldhagen in Harvard gemacht hat. Friedmann spricht Deutsch, Goldhagen versteht Deutsch, er antwortet Englisch. Das ist im Interview, das wir jetzt dann gleich sehen, übersetzt. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Eigentlich war die Reaktion in Deutschland für sich sehr viel interessanter, wenn ich das so sagen darf, als das Buch selber ist, vor allen Dingen, weil es noch keiner lesen konnte in deutscher Sprache. Es wurde gleich wieder mit den Keulen der Positionen geschmissen, das Buch sei unwissenschaftlich oder Goldhagen spricht von der Kollektivschuld oder Goldhagen generalisiert alle Deutsche. Oder dies ist ein neuer Historikerstreit. Wie kommt es, dass auf dieses Buch, das die meisten ja nicht einmal lesen konnten, eine so ungeheure Welle von Emotionen und Missverständnissen entgegengebracht werden? Ich weiß es nicht und ich bin auch nicht wirklich interessiert, über die Motive der Leute zu diskutieren. Was ich sagen kann, ist, aus dem, was die Leute schreiben, speziell die Kritiker, wird deutlich, dass sie sich nicht wirklich mit der Beweiskraft meiner Argumente im Buch auseinandergesetzt haben. Über die meisten Aspekte des Holocaust ist viel und viel Gutes geschrieben worden. Doch die Literatur ignoriert oder untersucht nicht systematisch genug die Täter oder die Umstände derer, die die Lager führten, Juden deportierten oder sie selbst töteten. Wir als Menschen müssen jene Mitmenschen näher betrachten, die aktiv mithalfen. Über deren Motive wollte ich berichten mit neuen Informationen. Das bisher Gesagte genügte einfach nicht. Ja, aber Daniel, es wird also behauptet, Daniel Goldhagen sagt, es gibt eine Kollektivschuld. Daniel Goldhagen behauptet, es sei eine deutsche Eigenschaft, dass der Antisemitismus in Deutschland so mörderisch ist, anders als in anderen Ländern. Ist dies alles nur eine Pseudo-Argumentation gegen Daniel Goldhagen? This is a pseudo-argumentation, but I should add that not everybody is saying this, of course. Only some people. Ja, aber ich möchte beifügen, nicht jeder argumentiert so. Nur wenige versuchen, mein Buch oder meine eigene Geschichte zu verallgemeinern. Es gibt andere. Die meisten Leser haben mein Buch richtig gelesen und versuchen, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Kollektivschuld heißt eigentlich, dass ein Individuum schuldig wird, allein durch seine Identität, seine Zugehörigkeit zu einer Nation. Eine solche These weise ich zurück. Ich versuche aufzuzeigen, dass individuelle Schuld weit mehr verbreitet war, als die Leute angenommen haben. Wir sollten genau hinschauen auf die Gräueltaten, die wir in dieser Zeit verübt haben. Und nicht nur gegenüber Juden, gegenüber vielen anderen auch, die gelitten haben im Dritten Reich. Wir müssen beurteilen und historisch untersuchen, wer was getan hat, und dann die Motive beurteilen und schließlich, wenn wir wollen, ein moralisches Urteil fällen. Für jeden Einzelnen, ohne zu verallgemeinern. Ja, ich fand es sehr faszinierend, als dieses Buch ins Gespräch kam in Deutschland. Diese Debatte, diese Aufgeregtheit ist eigentlich demaskierend dafür, wie unsicher auch noch die deutsche Bevölkerung, auch die junge Bevölkerung ist, wenn es um die Shoah, wenn es um das Dritte Reich geht. Hat man das wissen müssen? Hätte man dann nicht noch präziser arbeiten müssen in den Formulierungen? Hätte man Pseudo-Argumente nicht zulassen können, damit man sich mit den Kernargumenten beschäftigen muss? Ist das vielleicht wirklich eine Schwäche dieses Buches? Nein, ich denke nicht. Das Buch ist zunächst ein Forschungsbericht. Es handelt hauptsächlich von den Tätern des Holocaust und ich versuche, mit neuen Informationen zu erklären, warum sie töteten. Ich will unsere Aufmerksamkeit zurücklenken auf die Täter, die Beteiligten und wegführen von abstrakten Gebilden, Theorien, Institutionen und der Naziführung selbst, worüber bisher hauptsächlich gesprochen worden war.
Und genau hier liegt der wunde Punkt. Wer waren diese Leute? Was taten sie und warum? Und darüber wurde nie wirklich diskutiert in Deutschland. Und darum sind die Reaktionen wohl auch so heftig. Daniel, ich würde ganz gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die letztendlich wahrscheinlich trotz aller Versuche in Literatur, in Philosophie, in Geschichte, wohl letztendlich unbeantwortet bleibt. Aber vielleicht können wir uns ihr nochmal nähern. Der Antisemitismus war und ist keine deutsche Erfindung. Mhm. Aber wie kam es, dass Auschwitz zu einer deutschen Erfindung wurde? Und das ist ja die Frage, die sich die ganze Welt stellt, auch wir Juden stellen, aber ich denke auch Deutsche stellen. Wie kommt es denn dann eigentlich, dass dieser Antisemitismus, der übrigens auch in ganz Europa gewalttätig war, Pogrome in Osteuropa, Russland, Polen, die Kreuzzüge, dass dieser Antisemitismus, wie kommt es dann, dass er in Deutschland zu dieser Endlösung führen konnte? Ich bin einverstanden. Antisemitismus gab es überall in Europa. Letztlich sind die christlichen Kirchen Ursprung für diesen Antisemitismus. Doch in Deutschland entwickelte sich die Geschichte anders. Es gab einen breit abgestützten Antisemitismus, der sich doch unterscheidet vom übrigen Europa. Den Kern bildete hier ein rationaler Biologismus, während in Osteuropa der Antisemitismus zur Hauptsache religiös motiviert war. Doch mindestens so wichtig war die Tatsache, dass eine Regierung die Macht ergriff, die die privaten Mörderfantasien zum Kern ihrer Staatspolitik machte. Zwei Ereignisse also waren nötig: tief verwurzelter, aufflammender Antisemitismus der Menschen und eine Regierung, die diesen für sich zu nutzen wusste, die die Leute gewinnen konnte für die höchst radikale Judenverfolgung in den 30er und möglicherweise für die Vergasung in den 40er Jahren. Beides war nötig und beides geschah nur in Deutschland. Hätte nur eines gefehlt, der Holocaust hätte nie stattgefunden. Der Holocaust in diesem Sinn war für Deutschlands Geschichte nicht ein unvermeidbares Ereignis. Ein tief verwurzelter Antisemitismus, ein Regime, das sich diesen Antisemitismus zunutze machte, dies ganz kurz zusammengefasst, die These des Buches, das mit dem Anspruch antritt, erklären zu wollen oder zu können, wie es überhaupt zum Holocaust, zur Shoah gekommen ist oder kommen konnte, reicht diese Theorie als Erklärung aus, Ihrer Meinung nach, Herr Sofsky? Also es fehlt mindestens noch der Aspekt moderner Organisationsförmigkeit und auch der Institutionen. Inwiefern die Mentalität oder antisemitische Einstellung sozusagen direkt auf das Verhalten durchgeschlagen haben, das finde ich noch ein großes Problem. Ich glaube, man muss genau sagen, was Goldhagen eigentlich behauptet. Sagt er, also in Teilen des Buches klingt es so, als sei allein der Antisemitismus, und zwar dieser eliminatorische Antisemitismus, dafür ausschlaggebend, dass es zum Holocaust gekommen ist. Das hat er abgeschwächt, und zwar zum Teil aufgrund der Kritik. Und nun sagt er, das ist nur eine Bedingung, aber eine notwendige. Das wäre nur dann wahr, wenn jeder der Täter ein gläubiger Vernichtungsantisemit gewesen wäre. Und das stimmt nicht. Man konnte Massenmörder sein, ohne antisemitische Überzeugungen zu haben. Das ist so das Schlimme daran, dass es auch ohne diese Wahnideen geht. Insofern würde ich sagen, der Antisemitismus ist weder eine hinreichende noch eine notwendige Bedingung. Es gibt einen empirischen Zusammenhang, aber es ist nicht in diesem strengen Sinne eine kausale Beziehung. Dass nicht nur die Bemühungen gemacht worden sind, sondern dass man auch gegen die eigene Kriegsführung gehandelt hat, als man versucht hat, Juden aus Kreta, aus Griechenland, sozusagen aus Gesamteuropa, Anführungszeichen, zu sammeln, um sie zu ermorden. Was also, wie gesagt, gegen die Kriegsziele des damaligen Deutschen Reiches war. Und da haben so viele Leute mitgemacht.
ohne irgendwo, so, und Sie sagen, dazu gehört nicht dieser eliminatorische Antisemitismus. Ich will mich nicht auf diesen Begriff kaprizieren, der kann anders heißen. Aber das Selbstbewusstsein, die nächsthöhere Stufe gegenüber dem Judentum zu sein, ist eine europäische Tradition über Jahrhunderte. Die kann ich aktivieren, ohne jetzt ein Rassist zu sein, ohne ein eliminatorischer Antisemit zu sein, ohne wirklich mir darüber Gedanken zu machen, sondern die ist einfach kulturell über Jahrhunderte überliefert worden und die ist dann sehr leicht aktivierbar. Also ich denke, das ist ein durchaus schlüssiges Argument in seinem Buch, nicht monokausal zu sehen, das ist klar. Aber es ist ein durchaus schlüssiges Argument. Ich würde gar nicht bestreiten, dass es diesen Antisemitismus gegeben hat und vielleicht auch noch Reste oder vielleicht auch nicht nur Reste immer noch gibt. Das wäre ja auch Grund für die Aufregung. Der Punkt ist bloß, wie ist der Zusammenhang zwischen Mentalität, Einstellung, zu anderen Einstellungen, die Menschen haben, zu dem Verhalten. Das ist das Problem. Menschen haben viele Überzeugungen. Deswegen fangen sie nicht sofort an zu morden. Und warum fangen sie an zu morden? Ich glaube, das Problem bei Goldhagen ist, dass er im Grunde die Grausamkeit, ich sage das mal in einem technischen Begriff, als wertorientiertes Verhalten, als Verwirklichung von Werten, von höchsten Zielen, von sozusagen fast als religiöse Tat beschreibt. Während ich sagen würde, Grausamkeit würde ich zunächst als eine gefühlsmäßige, als eine affektive Tat beschreiben. Von Grausamkeit versteht er eigentlich gar nicht sehr viel, weil er nämlich gleich zurückschließt auf irgendein auf dieses antisemitische kognitive Weltbild. Dabei ist das Entscheidende bei grausamem Verhalten nicht der Bezug auf eine Überzeugung, sondern sozusagen die Aktion selber, die Enthemmung, die man selber erlebt, von Seiten des Täters. Dazu ist ein solches Weltbild völlig überflüssig. Wenn ich Sie richtig verstehe, würde das heißen, das bedarf gar keines Motivs wirklich. In dem Augenblick, wo die Aktion beginnt, gibt es eine Eigendynamik in der Aktion selber auf Seiten des Täters. Jetzt frage ich Sie andersrum. Ja. Wenn ein Buch erschienen wäre, vergleichbar zu Goldhagen, was die Frage aufwirft, warum alle Zwangsarbeiter, die in der Zeit des Nationalsozialismus so oder anders behandelt wurden und man würde Motivforschung betreiben und man würde ähnlich methodisch schlecht arbeiten wie das Buch von Goldhagen. Also all die objektiven, kritischen Punkte wären vergleichbar. Glauben Sie, dass wirklich in der Bundesrepublik Deutschland eine auch nur annähernd vergleichbare Erregtheit entstanden wäre? Mit Sicherheit nicht. Wahrscheinlich nicht. So, und aber der Punkt, dass es sich um den Holocaust handelt, heißt, dass da ganz andere Kontinuitäten vorhanden sind. Die waren unabhängig von dem damaligen Deutschland, ich versuche nochmal zu sagen, europaweit. Und dann muss man fragen, was ist das Spezifische für das damalige Deutschland? Und da würde ich versuchen zu argumentieren, zum einen ist Deutschland durch seine geografische Lage zwischen den Ostkirchen und den Westkirchen, genau an der Schnittstelle. Folglich ist es kein Wunder, dass ein Luther gerade in Deutschland aufkam und nicht woanders. Zweitens, im Gegensatz zu Ländern wie zum Beispiel Frankreich, wo, ich weiß nicht, 95% der Bevölkerung katholisch sind, oder Schweden, wo 95% eben einer protestantischen Kirche angehören, ist im Bereich Deutschlands, egal jetzt ob Bundesrepublik oder vor 45, ungefähr 50-50 Katholiken und Protestanten. Das heißt, der Hegemonialstreit um die Durchsetzung einer Werteskala von politischen Vorstellungen, kulturellen und, ist immer in diesem Lande etwa halbe, ob es nun 60-40 war, ist jetzt nicht der Punkt. Sondern es ist nicht eine klar definierbare Größe. Und in so einem Kontext ist für mich nicht zufällig, dass dann als Drittes hinzukommt, sämtliche Vernichtungslager haben, jetzt muss ich sagen, die Nazis, die Deutschen, die Wehrmacht, wie auch immer, auf polnischem Boden gebaut. Das ist kein Zufall. Vernichtungslager, ich rede nicht von Konzentrationslager. Das heißt, da treffen sich Punkte, die europaweit sind und es wäre wert zu überlegen, wo sind Differenzierungsnotwendigkeiten. Und da, denke ich, ist diese kulturelle Überheblichkeit, die ich heute in der Bundesrepublik als Israeli, die da lebt, auf Schritt und Tritt erlebe, so nach dem Motto, wie man sich zu Eingeborenen verhält, genau dieses Gefälle ist
bei vielen säkularisierten Bürgern der Bundesrepublik vorhanden. In dem Moment, wo ein Gespräch mit Juden aufkommt oder wenn klar wird, dass ich eine Jüdin bin, was so vordergründig ja nicht gleich, ich trage nicht ein Schild vor mich her. In dem Moment, wo das klar wird, ist dieses Gefälle im Selbstbewusstsein automatisch da und darin sehe ich wirklich einen ganz neuralgischen Punkt für eine für mich sehr verständliche Reaktion auf dieses Buch. Ich verstehe die Reaktion und ich denke, ich will nicht die Kritiker kritisieren, sondern ich will versuchen zu verstehen, wo ihre für mich nachvollziehbare Reaktion auf der menschlichen Ebene ist, um nach Antworten zu suchen, die dann in den verschiedenen Sparten der Wissenschaft zu suchen sind. Ich denke, die ganz schlichte, einfache Frage im Zusammenhang mit diesem Thema muss ja lauten, warum richtete sich dieses Ausmaß an Grausamkeit fast ausschließlich, natürlich waren andere auch mit betroffen, die Sinti, die Roma, Polen und so weiter, aber eben doch ganz gezielt gegen Juden. Kann es dafür eine andere Erklärung geben als diesen tief verwurzelten, auf christliche Traditionen zurückgehenden Antisemitismus? Also ich möchte nicht, um irgendetwas zu relativieren, nur erwähnen, das Verhalten deutscher Soldaten gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen, die nicht mit dem Stereotyp des Juden belegt worden sind. Da gibt es so etwas wie Todesmärsche. Also eine Sache, die gerade Goldhagen untersucht, da gibt es Massenerschießungen, Quälereien, die sind schon sehr vergleichbar mit der Art von Todesmärschen, wie sie am Ende des Krieges aus den Lagern stattgefunden haben. Zehntausende von Toten Ende im Winter 41, also nach dem ersten Jahr des Überfalls. Es gibt ähnliche Verhaltensweisen, die Goldhagen gegenüber den Juden beschreibt, auch gegenüber anderen Opfergruppen. Unstrittig. Das ist, also, und dann ist aber doch das Problem, wir haben ein und dasselbe Verhalten gegenüber verschiedenen Opfern. Dann kann ich das doch sozusagen nicht einfach kurzschlüssig auf ein kognitives Weltbild daraus die Erklärung beziehen. Das geht nicht. Das geht einfach logisch nicht. Nein, die Frage ist noch mal anders zu stellen. In der Situation, wo einer dem anderen gegenübersteht, dass da Grausamkeit also nachweisbar ist, egal ob gegenüber russischen Kriegsgefangenen oder anderen Gruppen, das ist ja nicht strittig. Sondern die Frage ist, mit welcher Akribie hat das damalige Regime Kräfte aufgewandt, um Juden aus ganz Europa zu holen, um sich an ihnen, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, zu rächen. Das ist ja nochmal eine andere Dimension als Kriegsgefangene, die in einem Lager sind. Das rechtfertigt das nicht. Nur dass mein Argument ist, die Dimension, die Sie genannt haben, die kann man als allgemeinmenschliches Problem darstellen, egal zu welcher Zeit und egal wo. 3 Millionen russische Kriegsgefangene sind kein allgemeinmenschliches Problem. Doch, die Frage, ob Menschen in besonderen Situationen zu Grausamkeiten fähig sind, ist nicht ein Spezifikum der Deutschen oder ist nicht ein Spezifikum der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist ein anderer Punkt. Das meine ich. Also ob jetzt grausame Handlungen, die sind uns Menschen, die wohnen uns inne. Aber die Frage des Holocaust ist ja genau darüber hinaus. Warum hat man systematisch alle Juden aus Bulgarien, aus Griechenland, aus Kreta versucht zu sammeln, um sie in Polen zu vernichten? Da ist eine Motivation dahinter, die anders ist, als ein Kriegsziel zu erreichen, in Kauf nehmen von Grausamkeit, in Kauf nehmen von Sterben, von Leuten, die man als Zwangsarbeiter eben auf diese Weise ermordet. Das ist nochmal eine andere Dimension. Und das ist etwas, was die Historiker in der Bundesrepublik größtenteils nicht zum Gegenstand ihrer Forschung machen, sondern sie versuchen, Strukturen aufzuzeigen, sie versuchen, Zahlen zu ermitteln, aber sie versuchen selten, diese darunterliegende Frage zu stellen. Und deshalb wehre ich mich gegen einen Versuch, die von Goldhagen meiner Meinung nach zu Recht gestellte Frage, vielleicht nicht zu Recht beantwortet, aber zu Recht gestellte Frage, wo sind diese Motive, die dazu geführt haben? Und da denke ich schon, dass es da Teilantworten in seinem Buch gibt.
Ich finde, wir sollten keinen Streit über die Singularität des Holocaust hier anfangen. Weil im Augenblick, wo ich andere Opfergruppen erwähne, auch systematische Pläne sozusagen nach den Juden andere anders kategorisierte Menschengruppen und Völker auszurotten, den Streit machen wir mal nicht. Das Problem war ja, wir haben ein konkretes Verhalten. Das ist ja das, worauf der Goldhagen zieht. Er sucht nach den Motiven und er sagt, für die deutschen Täter, die direkt Hand angelegt haben, das waren durchweg ja, im Grunde Vernichtungsantisemiten, die gar keine Indoktrination mehr brauchten, weil sie sozusagen ein traditionelles Erbe, das Jahrhunderte alt ist, mit sozusagen inkorporiert haben. Und das würden Sie bestreiten? Das würde ich bestreiten, denn das Motiv nicht, ich habe vorhin schon gesagt, diesen einfachen Satz, nicht jeder dieser Massenmörder war ein Antisemit. Er konnte es auch aus anderen Motiven tun. Wie erklären Sie dann, wenn es überhaupt zu erklären ist, wie eben diese ganz gewöhnlichen, bleiben wir mal bei diesem Ausdruck, diese ganz gewöhnlichen Deutschen zu Schlechtern, zu Massenmördern, zu Folterern mutieren konnten? Was muss da zusammenkommen? Was muss da passieren, damit so etwas geschehen kann? Es ist gegen unser Grundvertrauen in uns selbst, dies zu akzeptieren zu müssen. Ich finde, dass Befehle dabei eine wichtige Rolle spielen. Und zwar nicht Befehle im Sinne, dass sie zu etwas zwingen, sondern dass sie eine Tür aufmachen, dass sie eine Lizenz erteilen, eine Lizenz zum Töten und zur Grausamkeit. Das ist ja eine große Schieflage gewesen in der Diskussion. Die Täter haben sich immer damit entschuldigt, naja, wir mussten ja nur einen Befehl ausführen. Das Gegenteil ist wahr gewesen, weil sie haben einen Befehl bekommen und hatten dann einen extrem hohen Grad an Selbstständigkeit. Der Befehl hat sozusagen die Schleuse aufgemacht. Und sie waren also sie durften. Und sie waren in einem sanktionsfreien Raum. Und dann kommt sozusagen, der Befehl war ein Mechanismus, die Hemmung zu überwinden. Und dann kommt eine Dynamik in Gang, da laufen affektive Prozesse, da laufen auch spezielle soziale Prozesse. Und da kommt es auf Mentalitäten und so weiter überhaupt nicht mehr an. Wie erklären Sie dann die zahlreichen Denunzianten? Also bei uns im Archiv haben wir eine ganze Fülle von Denunziationsbriefen von Bürgerinnen und Bürgern. Beispiel, eine Bürgerin hat in Essen gesehen, wie die Nachbarin, ich habe den Namen vergessen, eine Jüdin, auf der Straße ging ohne den Stern und hat sofort Meldung gemacht. Da hat jemand ohne Befehl gehandelt, ohne Not. Die Frau hatte nicht mal einen Vorteil daraus. Und trotzdem hat sie gegen diese jüdische Nachbarin diesen Brief geschrieben. Und da frage ich nochmal, und ich wundere mich, dass Sie die Debatte über die Singularität des Holocaust so ein bisschen mit einer Zensur abtun wollen. Ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Frage. Denn ich glaube schon, dass es sich unterscheidet von anderen Dingen, die in der Zeit des Nationalsozialismus passiert sind. Aber diese Denunzianten? Ich bestreite ja überhaupt nicht, dass es in der deutschen Gesellschaft eine ganze Menge, vielleicht sogar die Mehrheit Antisemiten gegeben hat. Das ist doch gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass dieser Sachverhalt das Verhalten nicht erklärt. Ich will nicht vorschnell jetzt irgendetwas versöhnen oder glätten, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, schließt sich das eigentlich nicht unbedingt aus. Also diesen Mechanismus der Entgrenzung, des Dürfens, der Lizenz zum Töten, die spielt ja auch, wenn wir den Antisemitismus als Motiv gelten lassen. Also sie erklärt ja auch, wie es dazu kommt, dass die Idee zur Tat schreitet gewissermaßen. Es gibt viele Antisemiten, die nicht ans direkte Morden, Quälen, Töten und so weiter denken. Sie sind es halt einfach. Es ist eine Idee, es ist im Kopf. Aber vom Kopf zur Tat braucht es ja dann diese Mechanismen, wie Sie eben beschrieben haben. Also es schließt sich eigentlich ja nicht aus. Das Problem war doch, inwiefern die These mit dem Antisemitismus das Verhalten erklären kann, so wie Goldhagen das sagt. Und ich würde sagen, das tut es nicht. Es ist weder reicht nicht aus. Es reicht noch nicht nur aus, sondern es ist für manche Fälle auch schlicht, stimmt es nicht.
Weil das ist auch eine Frage der Gewichtung. Dass es für manche Fälle sicherlich nicht zutrifft, ist klar. Und dass eine monokausale Erklärung immer falsch ist, ist auch klar. Die Frage ist doch der Kern dieser These. Lassen wir seine methodischen Fehler und unzureichenden und so weiter. Der Kern seiner These will doch auf etwas hinaus, wogegen Sie sich ja auch wehren. Und ich würde behaupten, nicht auf der rein fachwissenschaftlichen Ebene, sondern es ist eine Teilerklärung dafür, dass zum Beispiel so eine Denunziantin motiviert war, etwas zu tun, was aus ihrer Sicht folgenlos blieb. Sie hat ja gar nicht gesehen, ob diese jüdische Nachbarin am nächsten Tag abgeholt wurde oder nicht, sondern das geschah dann. Sie hat sie ja nur auf der Straße gesehen, ohne den Stern. Diese Motivation muss in irgendeiner Form erklärt werden. Und ich glaube, dass Goldhagen eine Teilerklärung dafür gibt, nicht ausreichend und so weiter, aber es ist eine Teilerklärung. Ich möchte noch einmal, wir kommen schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs, auf die Beunruhigung kommen, die das Buch auslöst. Und mal von mir persönlich sagen, für mich das Beunruhigende, das Erschreckende an der Lektüre war zu realisieren, wozu Menschen fähig sind. Heißt das, wenn wir das alles zur Kenntnis genommen haben, was da beschrieben ist, was auch Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass wir mit der Gewissheit oder mit dem dauernden Verdacht leben müssen, das ist wieder möglich. Sie haben dieses Zitat von Primo Levi an die Spitze Ihres Buches gestellt, es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Heißt das, dass wir damit leben müssen, zur Kenntnis nehmen müssen, dazu ist der Mensch fähig und wird es wieder sein unter bestimmten Bedingungen? Hier in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer? Also das aggressive Potenzial von Menschen ist, glaube ich, unbestritten. Nur das ist nicht das Problem, sozusagen seine Triebnatur oder seine inneren Triebkräfte, sondern die sozialen Umstände, die es ihm ermöglichen. Und natürlich ist da wichtig, wie ist das politische System beschaffen, wie ist eine politische Öffentlichkeit mobilisiert, die verhindert, dass Macht zentralisiert wird und so weiter. Das, um die zwei, drei kleinen Randbedingungen geht es, denn die allgemeine Diskussion sozusagen, wie ist der Mensch beschaffen, wie ist seine Natur, da kann man pessimistisch oder optimistisch sein, ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Gibt es Bollwerke, von denen wir sagen können, wenn wir daran arbeiten, dann verhindern wir? Was ist aber dieses S? Ist es ein nationalsozialistisches Regime? Ist es ein erneuter Versuch, die Juden Europas zu ermorden? Oder was ist jetzt das S, was möglicherweise wiederholt wird oder nicht? Das S in meiner Frage wäre jetzt nicht spezifisch, die Juden wieder zu ermorden, sondern zu Grausamkeiten dieser Art wieder fähig zu werden. Und wir haben ja genügend Beispiele in der jüngeren Geschichte vor Augen, die uns das zeigen. Und meine Frage war, gibt es im Bereich der Aufklärung, der Erziehung, der politischen Organisation, Stichwort Demokratie und so weiter, gibt es Bollwerke, die das verhindern können? Oder müssen wir von einem totalen Scheitern von Zivilisation, Kultur, Aufklärung ausgehen? Also das ist ein... Ich glaube, man sollte die Zivilisation unterscheiden von dem Mythos der Zivilisation, also dass sie sozusagen zu einem Fortschritt der politischen und moralischen Gesittung geführt hätte. Das ist ein Mythos, so mehr ist das nicht. Ich meine, wie schnell sowas passieren kann, kann man feststellen, wenn solche Wellen an Ausländerfeindlichkeit, das kennen wir in westeuropäischen Ländern, entstehen. Wenn keine gesellschaftliche Gegenöffentlichkeit mobilisiert wird und nehmen wir mal an, die Regierungen würden das Programm übernehmen und sozusagen die Opfer freigeben, wie schnell das passiert, das kann innerhalb von Wochen, Monaten passieren. Das erreicht nicht die Dimension des Holocaust, aber das kann sehr schnell Dimensionen erreichen, wo straflos eine Reihe gewalttätiger Übergriffe, brutalster Übergriffe und auch Kollektivtaten stattfinden können. Das geht ganz flott auch in diesen westeuropäischen Demokratien. Und wenn man Angehörige dieser Demokratien in andere Länder schickt, sozusagen etwas südlicher des Erdballs,
wo sowieso ganz andere Schleusen aufgemacht werden. Davon spricht die Geschichte des Kolonialismus. Also, dass sich die Westeuropäer für besonders zivilisiert halten, ist ein Mythos, mit dem sie sich sozusagen selber angebetet haben. Mehr ist das nicht. Und könnte es sein, dass das Buch von Goldhagen auch an diesem Mythos kratzt oder uns wieder, wir wissen es ja, es ist ja nicht in dem Sinn neu, aber dass es uns wieder daran erinnert hat, mit dieser Illusion gebrochen hat? Ich glaube nicht, denn Goldhagen hat ja freundlicherweise den Deutschen einen Freibrief ausgestellt, den Nachkriegsdeutschen. Er hat ja gesagt, Re-Education hat wunderbar funktioniert. Das ist nun, widerspricht sich da eigentlich völlig selber. Und das ist ein Setzen auf Volkspädagogik, was man nicht machen kann. Da würde ich ihn auch methodisch angreifen, weil wenn seine These ist, vor 1933 gab es Prädispositionen, die in die Zeit des Nationalsozialismus hineinragten, und da stimme ich ihm zu, ist es witzig zu behaupten, mit 45 habe eine Stunde Null begonnen und Re-Education war wirklich das Wunder. Da widerspricht er seiner eigenen Methode oder seinem eigenen Zugang, und da würde ich in der Tat also auch eine ganz heftige Kritik, zusätzliche Kritik an sein Buch anmelden. Das heißt, es widerspricht Ihrer eigenen praktischen Erfahrung in diesem Land, Deutschland. In der Tat, absolut. Ich habe vorher nicht in dem Land gelebt, insofern kann ich nicht vergleichen, und ich war damals auch noch gar nicht geboren. Ich kann nur seitdem ich in diesem Land lebe, Erfahrungen sammeln und darüber berichten und nachdenken. Meine Erfahrung, und das sind nicht brutale Feindseligkeiten oder Ausländerfeindlichkeit, ich habe mal den Vorzug, dass man es mir nicht gleich anhört, dass ich da nicht groß geworden bin und die Sprache erst später erlernt habe. Aber die Ausgrenzung, die erfährt man sehr schnell in dem Moment, wo unsereins es sich erlaubt, das betone ich jetzt mal so oder drücke es mal so aus, unsereins es sich erlaubt, eine sehr deutliche Position zu beziehen. Von dem Moment an ist man out. Oder man wird umarmt, und dann sage ich immer, so einen Erstickungstod möchte ich auch nicht erleiden. Ich möchte wirklich einfach meine Position behaupten dürfen, Widersprüche herausfordern, aber dafür nicht gleich gescholten zu werden. Und das ist etwas aus meiner Erfahrung in der Bundesrepublik, ziemlich schwierig. Da kommt aber auch die Unsicherheit auf der nichtjüdischen deutschen Seite, die ich wiederum verstehe, in den Vordergrund. Die wissen dann nicht so genau, wie gehen sie mit jemandem um, der sagt, das ist mein Standpunkt und den begründe ich mit den und den Positionen. Das macht es manchmal dann auch für die nichtjüdischen Gesprächspartner schwierig. Das sehe ich durchaus ein. Man könnte abschließend sagen, dass das Buch als solches mit allem Material, das es enthält, gewissermaßen dieser optimistischen Beurteilung, die Goldhagen außerhalb des Buches über das heutige Deutschland, über die heutige Bundesrepublik abgibt, widerspricht. Und dass vielleicht viele der Leser, die auf dieses Buch heftig reagieren, diesen Widerspruch spüren. Könnte sein. Frau Brocke, Herr Sofsky, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ergänzend zu diesem Gespräch möchte ich Sie auf das neue Buch von Wolfgang Sofsky hinweisen. Ein Buch, das sich auseinandersetzt mit der Wechselwirkung zwischen Kultur und Gewalt. Wolfgang Sofsky, Traktat über die Gewalt. Erschienen im Fischer Verlag, Frankfurt 1996. Am nächsten Sonntag werden wir mit einer topaktuellen Wirtschaftsdebatte aufwarten zum Thema Wachstum. Was wächst, wenn nichts mehr wächst? Die Wirtschaft stagniert. Das Einzige, was noch zu wachsen scheint, ist die Zahl der Arbeitslosen und die Gewinne der Shareholder. Gibt es einen Weg aus der Misere? Und was bedeutet in dem Zusammenhang Lebensqualität? Eine Debatte unter der Leitung von Erwin Koller heute in einer Woche.